Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Terranigma hier bei Dark Curious Designs. Ja, wir sind in Spanien und wir schauen uns Schloss Toronja jetzt an, in dem es zu einem furchtbaren Zwischenfall gekommen sein soll. Ach, diese Flüssigkeit ist pure Säure. Wenn du da reinfällst, wirst du bald anders aussehen. Ja, sollten wir besser unterbleiben lassen. Da sind auch schon wieder die ersten Gegner und sie sind wirklich hart im Nehmen, diese Viecher. Die härtesten Gegner, also nicht ganz die härtesten, denen man hier im Schloss begegnet, aber es sind auf jeden Fall ziemlich heftige Gegner. Okay. Ihr seht, wie oft ich sie angreifen muss. Was sind das für Gemälde? Augen der Menschen wurden herausgeschnitten. Gespenstisch, wie in einem Albtraum. Ja, es sieht ziemlich gruselig aus. Der bewegt sich nicht. Auch nichts mehr. Schauen wir mal, was hier drin ist. Kammer. Gebt mir meine Söhne zurück. Meine Söhne! Ich kann nur vermuten, dass das hier das Königspaar mal war. Und diese Gegner sind Wimmerritten. Also die vorigen, die Ritter, waren Gralritter. Das hier sind Wimmerritten. Einst gehörte ich der Gefolgschaft der Königin an. Die Königin liebte ihre drei Söhne abgöttisch. Die Zahl des Jahres, in dem die Söhne starben, war ihr sehr wichtig. Die Königin hatte drei Söhne. Tragischerweise starben sie in jungen Jahren. Ja, so viel Tipps hätte ich gar nicht vermutet. Bloß, in welchem Jahr? Das haben wir bislang noch nicht herausfinden können. Aber das werden wir noch. Hoffentlich bald. Na komm. Habe ich sie jetzt getötet oder ist sie irgendwie aus dem Bildschirm rausgefallen? Aus welchen Gründen auch immer. Ich finde die Dinger so furchtbar. Ah, man kann ihnen sehr schwer ausweichen. Die Spinnen heißen, wenn es nicht Chica, wie der hier steht, sondern sie heißen tatsächlich einfach nur Vogelspinne in der Spieleberatung. Bücherei. Na, hier finden wir sicherlich Informationen. Wir eventuell benötigen. Ah, ich wollte eigentlich hier weg. Arg betrachtet ein altes Buch, es enthält folgende Zeilen. Ich traf vier Männer. Der erste hatte blaue Augen. Der zweite wirkte mit seinen schwarzen Pupillen eher orientalisch. Die Augen des dritten Mannes brannten voller Leidenschaft. Der letzte hatte ein falsches braunes Auge. Ich malte die Männer. Pläne zur Schlosssicherung. Kronleuchter dürfen für Eindringlinge nicht erreichbar sein. Werden über den Kontrollraum Höhen verstellt. Ja, das ist schön. Pläne für Wasserkanal. Ermögliche
Ich ermögliche Austausch zwischen... Ich glaube, es ermöglicht, soll es heißen, ne? Austausch zwischen dem Graben und dem Brunnenwasser. Der Schalter an der Steinschlange tauscht das Wasser des Kanals aus. Das können wir jetzt merken. Das Tagebuch eines Soldaten. Unsere Waffen sind heute angekommen. Alle Männer werden ausgerüstet. Es ist eine wahre Tortur, diese schweren Waffen herumzutragen. Ich sehne mich nach Frieden. Das Tagebuch eines Soldaten wieder. Im fernen Skandia entdeckten wir die Ruinen einer Stadt. Ich versteckte dort einen Schatz. Ob er jemals entdeckt wird? Ein Bereich über Columbus. Columbus Abreise zu einem neuen Kontinent. Endlich setzen wir die Segel. Der Himmel ist klar. Ideale Bedingungen für unsere Reise. Ich habe drei Männer mit an Bord genommen. Die Söhne der Königin. Ja, dieses heißt tatsächlich Moderippe, laut Spieleberater. Und es ist ein Gegner, der halt wieder aufsteht, wenn man ihn noch nicht vollständig besiegt hat. Aber er fällt bei Attacken zusammen, auf jeden Fall. Okay. Zwei Attacken, dann ist er tot. Columbus Rückkehr von seiner langen Reise. Viele Jahre vergingen seit dem Beginn der Reise. Im Jahre 286 kehrt Columbo heim. Sein Schiff ist nahezu zerstört. Columbo und seine Crew waren an Bord, doch nicht die drei Prinzen. Ein historisches Datum, aber ein Unglückstag für die Königin. 286, sollten wir uns merken. Sie klagte Columbo für den Tod der Prinzen an und sperrte ihn ein. Ja. Columbo suchen wir. Es sind nette Belieferungen. Die Balance von Licht und Schatten hält die Welt im Gleichgewicht. Wenn die Balance gestört ist, wird ein Held sie wiederherstellen. Der Held wird mutig mit einer ganz besonderen Waffe kämpfen. Wir sind um ein Vielfaches schlauer jetzt. Bitte, 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 bitte. Okay, der ist nicht gleich tot gewesen. Ich dachte, ich kann über die Dinger springen, die Knochen. Bin nicht ganz sicher, ob ich jetzt das falsch ausgeführt hatte oder ob es nicht geht. Kronleuchter, die an der Decke hängen. Und herumwackeln. Ja, geht's hier lang oder rechts lang? Wir gehen jetzt mal hier lang. Gemach. Die Morgensterne sind ein bisschen weitreichender als die Lanzen damals bei den ersten Rittern. Und wir halten Geld. Können wir auch noch ein bisschen mehr gebrauchen. Und ein Kristall. So. Nein, bitte nicht. Irk. Arg betrachtet ein altes Buch, das Tagebuch des Königs. Vor einer Woche erkrankte meine Frau. Ihr Zustand wird schlechter. Vielleicht hat der Verlust unserer Söhne ihr den Schlaf, den Willen geraubt. Sie spricht im Schlaf, dass sie niemals Ruhe finden wird. Schon tragisch. Es geht's hier lang, aber hier unten war ja auch noch ein Weg nach links. Also wir haben momentan sehr viele Wege zur Wahl. Okay, wir sind jetzt hier im Außenbereich. Geht's nicht weiter. Platinrüstung. Das ist sehr gut. Das ist,
glaube ich, genau die Rüstung, die wir hätten vorher kaufen können. Und wir können im Schwarzen Loch mal eins versenken. Ansonsten ist hier nichts mehr. Ja. Hier gibt's nichts mehr. Eine stärkere Waffe sollte ich vielleicht auch finden. Ach ja, diesen. Genau. Diese Wolfs. Speer. Dingens Gedöns habe ich ja noch hier. Warum habe ich übrigens noch die Pfeife ausgerüstet? Ich sollte... vielleicht jetzt auf Götterknollen zurückgreifen. Das heißt, sobald ich unter 50 Punkte falle, werde ich eine Götterknolle einschmeißen. So. Es kommt eine kleine Schwierigkeit. Und zwar müssen wir jetzt wieder... erstmal, wir haben das Kraftelixier. Wir müssen jetzt wieder... ich glaube, so kommen wir nicht rüber, oder? Doch, das geht auch so. Verdammt. Nehmen wir erstmal das Kraftelixier. So, damit sollten die Gegner auch ein bisschen mehr zu beißen haben an uns. So, wir haben einen Kristall. Jetzt müssen wir tatsächlich versuchen, auf dieser Stange zu landen. Uns gelungen tatsächlich. Nein, so geht das nicht. Oder doch, es geht. Furchtbarer Raum. Da will ich nicht nochmal hin. Kapelle. Ah, da unten geht's auch raus. Ah, okay. Na, den... das hätten wir auch einfach haben können. Aber dann hätten wir den Kristall nicht gefunden und... so, die Spinnen sind besiegt. Ich bin eine ruhelose Seele. Nimm mich mit und suche meinen Körper. Soll ich das tun? Och, warum nicht? Hab Dank. Natürlich weiß ich auch schon, wo der Körper... da wollte ich nicht hin. Das Tragische ist, die Netze ziehen uns an. Ah, kurz. Kurze Pause. Das Blut in meinen Ohren ist gerade abgestellt worden von diesen blöden Kopfhörern. Also vom Headset. Ich bin so froh, wenn ich ein neues habe. Ich muss mir dringend irgendwas holen. Was komfortabler zu tragen ist.
und vielleicht sogar ein besseres Mikrofon gebaut hat, dann wäre es auch ein Qualitätsaufschwung für euch. So, wir machen weiter. Ich hoffe, ihr könnt mich noch sehr gut verstehen. Müsste eigentlich, ja. Okay. Hier geht's nicht lang. Aber hier. Wir sind zurück in der großen Halle. Und wir gehen mal hierher. Und genau hier war dieser Körper. Mein Körper! Mein Körper! Mit einem Schrei fährt die Seele in ihren Körper. Nicht so viel der Dankbarkeit hier. Das war jetzt nicht so schwierig. Ich glaube, dass das mit den Kerzenhaltern, die einen angreifen, solange man sich im Kampf befindet, das haben sie auch ein bisschen von Zelda übernommen. Aber es ist ja nichts Schlechtes. Verdammt. Wo sind wir denn hier gelandet? Diese Fledermäuse heißen hier in diesem Fall übrigens Floddermäuse. Was für ein Waldkraut bin ich hierher? Naja. Es gab schon lohnendere Dinge. Ach, verdammt. Die haben ganz schön viel KP, die Dinger. Ich kann mal gucken, wie viel genau. 150. Und angeblich soll der Amoklauf am besten gegen die helfen. Ja, gut. Ja, es hat relativ gut geholfen, aber es ist unglaublich schwer auszuführen gegen die. So, der Weg ist jetzt hier auch frei. Wir können hier rüber. Wir sollten durchaus noch im Zuge dieses wir sind nämlich gerade in dieser Region, wo ich sagte, hier müssen wir ein Mindestlevel erreichen am Ende. Und zwar, weil der Endboss hier und sonst, ehrlich gesagt, niedermacht, beziehungsweise wir brauchen Ewigkeiten, bis wir ihn besiegen. Können wir durchklettern. Der Opal lag in der Asche der Feuerstelle. Da
fragt man sich doch, warum ist die Feuerstelle so tief hinten? Okay. Sonst ist hier nichts. Schauen wir mal, was wir hier haben. Verflucht, verschlossen. Und lass mich raten, auch dieser Turm wird verschlossen sein. Ach ja, wir haben leider noch keinen Schlüssel gefunden, oder? Haben wir? Wir sind nur entgangen. Nein, wir haben noch keinen Schlüssel gefunden. Dann müssen wir wohl noch ein wenig suchen. Ich könnte übrigens mal auf den Ego-Spiegel schauen. Wie lange es denn jetzt noch dauert, bis man auf Level 21 aufsteigt? Bitte? Okay. Es sind noch 200. Nein, nicht ganz 199. Das dürfte eigentlich relativ schnell gemacht sein. Stirb. Ist sie tot? Wahrscheinlich nicht. Jetzt aber. Level 21 erreicht. KP steigt um 13, Stärke um 3, Abwehr um 2 und Glück um 1. Das reicht allerdings noch nicht. Wir brauchen definitiv mehr. Noch zwei Levels wäre gut, wenn wir die schaffen könnten. Wenn nicht, muss ich grinden und ich mache das notweise offscreen. Da ist der Turmschlüssel. Huiuiui, das hätte man aber auch schneller haben können. Wenn wir zuerst hierher gegangen wären. Und ein Eispickel. Super, eine bessere Waffe ist auch gut. Ich hoffe doch, sie ist besser. Umso um drei Stärkepunkte besser. Tot. Wie viele Lebenspunkte hat denn diese Moderippe? 120. Okay, das reicht dann noch nicht. Jetzt ist es aber futsch, ne? Ja, sobald wir durchgehen können, ist es futsch. Na komm. Waren wir eigentlich in der Mitte? Waren wir? Ich glaube nicht. Gehen wir einfach mal hier hin. Ach, sieh dir das an. Was ist das für ein merkwürdiger Mechanismus? Vielleicht dreht es sich, wenn man dagegen tritt und die Wand schiebt. Ja. Hier sind Zahlen dran. Zwei, drei und sieben gibt's hier nur. Was haben wir hier? Eins, fünf und acht. Und hier haben wir vier, drei und eins. Ich würde sagen, wir fangen mal mit zwei, acht, drei an. Sechs. Ah ne, sechs ist das, genau. Passt ja auch. Sechs soll's ja sein. Jo, ich würde sagen, wir nehmen die Abkürzung.
Der Farbton ist jetzt wieder fast so wie mit dem ersten, mit dem Kristallspeer. Ich glaube, ein bisschen heller ist er. Von der Lanze. Sturp. Danke. Wo wollten wir hin? Ach ja. Ich erinnere mich, dunkel. Und zwar in die Richtung. Wir haben jetzt einen Mechanismus ausgelöst. Und dieser Mechanismus ist glasklar, was das ist. Und zwar die Kronleuchter sind jetzt unten, wie ihr seht. Hängen nicht mehr so hoch. Und auf den zu gehen ist natürlich Schwachsinn, ebenso auf den zu gehen. Eigentlich ist nur dieser hier interessant. Können wir direkt rüber gehen? Ja. Und wir müssen jetzt einfach Anlauf nehmen. Und hier rüber. Und wir haben einen Rubin. Opal-Rubin. Es fehlen noch zwei. Und eine Götterknolle. Götterknollen sind immer gut, beschwere ich mich gar nicht. Nein, da wollen wir nicht nochmal hin. Wir gehen schön zurück. Also sollten wir, wie gesagt, noch zwei Levels aufsteigen, am besten. Weil sonst sehe ich kommen, wird das ewig dauern, dieser Kampf gegen die Königin. Oh, das habe ich eigentlich schon verraten, was der Endgegner ist. Aber ich denke, das habt ihr euch ein bisschen denken können. Ich gehe jetzt nochmal hier hin, einfach nur um zu grinden. Und tot. Die haben 170 Lebenspunkte übrigens, diese Drachenritter. Also nicht so einfach zu besiegen. An der Stelle vielleicht, weil wenn man gut angreift, immer kann er sehr schwer flüchten. Nein. Ach, verdammt. Wenn man schnell aus dem Bild geht, dann klingen die Knochen nicht so. Egal, passt schon. Und ich glaube, ach ja, ich hätte den Blitz, ich kann den Blitzstich immer anwenden, dann wäre ich nämlich im Fluge, werde ich nicht getroffen von den Knochen. Aber wir haben jetzt erstmal das, den Schlüssel, den können wir jetzt anwenden, um in die Türme zu gelangen. Und irgendwie wirkt der Eispickel nicht so gut wie die Lanze vorhin. Ein kleiner enger Raum und ein Riesenritter da drin. Aber machbar. Und hier mein Kristall, den nehmen wir auch gleich mit. Schnell weg. Und hier haben wir den Schlangenkopf. Hat diese Statue nicht irgendwas im Mund? Sieht ziemlich bissig aus.
Nicht berühren. Dämliche Idee, den Schalter im Maul der Schlange zu platzieren. Na gut, machen wir es dann doch halt. Handrad checken. Hey, ist doch ganz egal. Ein oder zwei Arme. Ark steckt seine Hand tief in den Mund der Statue. Und... Bam, bam, bam. Das Wasser ist blau geworden. Beziehungsweise, wir haben jetzt tatsächlich Wasser da drin in dem Graben und nicht mehr die blöde Säure. Was uns ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Welche Möglichkeiten das so sein mögen, das erfahrt ihr im nächsten Video. Bis dann!